Hallo Freunde des gepflegten Basenbaus und willkommen zurück zu Satisfactory im Early Access experimenteller Build Update 5. Und wir legen los. Diesmal wird es nicht eine ganze Folge, also keine ganze Stunde, sondern etwas weniger. Oh, ich kann es nicht erwarten. Ich will das den Meilenstein freischalten, um die neuen Bänder zu bekommen. Also die MK3-Bänder. Und wenn die Zeit vielleicht noch reicht, dass wir dann auch den MK2-Miner freischalten. Wer weiß das schon so genau? Oh, ich bin so gespannt. Ich konnte es nicht aushalten. Und deswegen, tatsächlich ungeplant, hänge ich jetzt noch ein halbes Stündchen dran. Also, 7. Folge von Satisfactory ist eine halbe Folge. Egal. Es wird fantastisch werden. Und ich laufe hier über meine Foundations. Hui. Ich brauche alternative Transportmittel. Apropos. Nein, halt, das war falsch. Hier. Ich habe einen Schlepper, beziehungsweise ich kann einen Schlepper bauen. Der braucht Treibstoff, hat 25 Inventarslots und eine integrierte Werkbank. Und den kann ich ja letztendlich nutzen als Fahrgelegenheit. Ich habe Kohle. Apropos Kohle. Ich habe mal einen Scan gestartet. Habe ich denn... Da, Schwefel. In 500 Meter Entfernung habe ich eine Schwefelquelle. Wenn ich die anbohre und Schwefel hier in diese... Hoppala, da war nochmal Schwefel. Boah, ein bisschen weiter weg. Schwefel hier in diese Gegend bringe. 2300. Könnte ich die Kohle, die ich jetzt hier förder und verbrenne, verdichten. Da bekomme ich dann ein besseres Verhältnis und kann letztendlich noch mehr... Moment. So. Noch mehr Kohlekraftwerke betreiben. Das heißt letztendlich für mich mehr Strom. Das klingt doch fantastisch. Das mache ich. Oh, ich habe so viel zu machen. Also, ich muss meine Energieversorgung auf Trab halten, damit das funktioniert und dass ich ausreichend Energiereserven habe. Weil schaut mal, so viel habe ich jetzt nicht mehr. Ne? Also, ich habe einen maximalen Verbrauch von 422 bei einer Kapazität von 430 Megawatt. Bedeutet, wenn ich tatsächlich alle Verbraucher anschalte und alle Verbraucher produzieren, komme ich in einen Energiemangel. Wow, das geht ja nun gar nicht. Übrigens, da sind sogar zwei. Da hinten ist auch noch eine Eisenerzvorkommen und da auch. Also Erz habe ich hier badig genug. Warum habe ich das vor uns nicht gesehen? Ha! Ich weiß es nicht. Aber das kriegt man hin. Ich habe mir Stahlträger geholt. Und die werde ich benutzen. Da kenne ich absolut nichts. Ich werde sie benutzen. So schaut's aus. Und zudem, ich mache hier mal die Eisenstäbe leer. Ich habe etwas vor. Ich habe Dinge vor. Ich habe Dinge vor. Ihr werdet es nicht glauben. Dinge. Höchsten Ausmaßes. So, die nehmen wir natürlich auch mit. Und der aufmerksame Zuschauer hatte schon gesehen. Ich habe einen Schredder aufgestellt. Einen Schredder. Jawohl. So, aber bevor ich hier irgendwas schreddere, tue ich das hier rein. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container and enhanced conveyor belt efficiency. Hui! Die Drohne war übrigens wieder da.
Mal ist sie da, mal ist sie weg. Sie weiß auch nicht, was sie will. Sehr interessant. Hier fehlen mir jetzt nur noch Rotoren. Interessant. Sei es drum. Schredder. Und ich mache jetzt Dinge. Moment, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich schreddere jetzt Eisenstäbe. Ich habe genug davon und ich möchte gerne mal sehen. Ja, hier auch. Von dem Kabel habe ich genügend. Indem ich Dinge schreddere, die ich nicht benötige, bekomme ich solche Coupons. Und diese Coupons wiederum kann ich im sogenannten Orsam-Shop gegen Dinge eintauschen. Und das gucken wir uns mal an. Was haben wir denn da? Architecture wurde eingeführt mit Update 5. Und hier habe ich viele, viele Dinge, mit denen ich Dinge bauen kann. Geländer. Säulen. Strukturen, Walkways, den industriellen, den altbekannten, als auch den neuen. Und das alles kostet solche Coupons. Was haben wir hier noch? Wände mit Fenstern. Wände für Förderbänder, also so Durchlässe für Förderbänder. Schräge Wände, Türen, Wände mit Türen. Rampen. Wahnsinn. Befestigungen mit Bandhalterungen oder so Durchlässe durch Decken bzw. Böden. Fundamente. Zeichen. Ja, ist das ja mal geil. Coole Sache. Alternative Storageboxen. Hui. Den Fixit-Wagen. Bla bla bla. Den Customizer. Und zwar habe ich hier verschiedene Skins für meine Foundations bzw. Wände. Einmal Stahl, einmal Beton. Und Wände als auch Böden kann ich noch verzieren mit solchen Zeichen. Linien. Solche geschraffierten Zonen, Zeichen. Dinge halt. Ausrüstung. Eine Tasse. Genau. Also viele, 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 viele interessante Dinge. Und ich möchte doch mal sehen, wie viele. Oh, guck mal, ich habe schon 9 Coupons. Oh, das ist ja Wahnsinn. Da werde ich mir noch etwas davon kaufen heute. Hui. Das braucht noch ein bisschen. Hat das gerade gedonnert? Klang seltsam. So, die ersten 10 werde ich mir jetzt abholen. Und zwar jetzt. Drucken. Doppelklick. Fertig. Ich habe 10 Coupons und die werde ich jetzt benutzen. Was brauche ich denn? Ich habe 10 Stück. Boah, 10 Stück sind nicht viel.
Eine Leiter. Eine Leiter ist nicht schlecht. Die nehme ich mir. 3. Ist nicht notwendig, ich will sie trotzdem. Hervorragend. Vier? Ja, will ich haben. Ich finde die Tasse genial. So, hier haben wir noch einen Pompon. Nehmen wir. Ich habe jetzt noch 3 Coupons. Dafür werde ich jetzt hier die Wand nehmen. Zack. Alles kaufen. Hervorragend. Customizer. Materials. Foundation. Benötigt natürlich wieder Beton. Aber wenn ich das jetzt so mache, Moment, könnte ich das mal machen. Dann sieht das aus wie Beton. Und das finde ich absolut klasse. Denn wenn ich jetzt noch... Hui, jetzt noch massiv mache. Ah. Das kann man so auswählen. Da muss ich es nicht erst bauen und da hinterher quasi einfärben, sondern direkt so bauen. Dann sieht das aus wie eine massive Betonwand. Und ganz ehrlich, hier drauf rumzuhüpfen, macht doch viel mehr Spaß. Hui! Hervorragend. Ganz hervorragend, wie ich das finde. Und hui! Hui! Und rüber. Ich habe ja jetzt noch einige... Ja, viel ist es nicht. Aber es reicht noch nicht. Da seht ihr, wie viel schneller hier dann diese Waren über das Förderband befördert werden. Das finde ich gut. Das finde ich total toll. Also ich muss jetzt hier nochmal rein. Klick. So, die dürfen noch etwas produzieren. Aber da. Rotoren. Wie viele Rotoren habe ich denn gebraucht für den nächsten Meilenstein? Ah, das waren noch einige, ne? Waren das 200? Ich gehe jetzt nochmal zur Stahlschmiede, hole mir noch einige Stahlbarren und natürlich auch die Rohre ab und werde bei den Schrauben, bei der Schraubenproduktion die Bänder noch austauschen, damit die schneller werden, damit ich mehr Schrauben bekomme und dass mehr Schrauben zur Rotorenproduktion kommen. Ja, wir laufen bis zum Horizont. Ja, wir laufen. La 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 la. Ja, wir laufen bis zum Horizont. Anschlagen! Und zurück. Da wächst Gras drauf. Thank you.
hier oben, das gefällt mir. Das scheint eine Plattform zu sein. Da kann ich bestimmt was Schönes draufbauen. Gefällt mir. So, 97 nehmen wir. Nehme ich auch mit. Und jetzt gehe ich den ganzen Weg zurück. Also, wenn ihr hier seht, diese Wüste, ne? Was hat eine Wüste am meisten? Richtig, sie hat Platz. Ich kann mich hier ausdehnen, noch und nöcher. Ich kann hier eine Wahnsinnsfabrik bauen. Und das finde ich total toll. Das finde ich richtig gut. Erstmal keine Grenzen gesetzt, beziehungsweise die Grenzen sind so weit entfernt, dass ich sie erstmal nicht erreichen werde. Und das ist bestens. Dum, 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 dum. Eine schöne Musik. Also ich vermute, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute, dass hier in diesem Bereich grafikmäßig, also landschaftsmäßig tatsächlich viel angepasst wurde. Viel verbessert wurde und ich finde es einfach nur fantastisch hier. Ich dachte früher so, ach Wüste, ja, ist ja immer nur so ein komisches Einerlei, keine Abwechslung, es ist heiß, man hat keinen Schatten, man hat kein Wasser, oh, geht ja trotzdem irgendwie. Fantastisch, einfach nur fantastisch. So, jetzt bin ich hier, mache das und das und das. Läuft das nämlich hier? Moment. Ich werde das noch ersetzen hier. Unser Stückchen. Seht, hier kommen jetzt ausreichend Schrauben zur Rotorenproduktion. Und das finde ich hervorragend. Das läuft. Und wie ihr seht, es stockt. Es stockt gewaltig. Was bedeutet das? Das Förderband MK2 nehme. Jetzt funktioniert das hier. Mit dieser Modernisierung habe ich die Rotorenproduktion jetzt wieder angeschmissen und auf Touren gebracht. Das ist natürlich zwingend notwendig, denn ich brauche die Dinger. Ich brauche sie dringend. Ein Coupon habe ich noch. Da seht ihr es auch, die Coupons, die werden immer teuer. Das ist also keine... Ja, ich hätte gesagt, keine lineare Verteuerung, sondern tatsächlich mehr. Moment, jetzt muss ich überlegen. Können wir machen? Können wir machen? Können wir machen? Und hier fehlt es mir.
mal eine Handvoll Kabel und schreddern die. Wobei ich natürlich sagen muss, solche Kabel sind natürlich jetzt nicht die wertvollsten Materialien. Aber das sind die, die ich gerade über habe. Deswegen nutze ich die. So, hier wird wahrscheinlich... Doch, produziert noch. Wunderbar. Dann habe ich hier bestimmt noch einige... Oh ja, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe 200 modulare Rahmen. Das erfreut mein Herz. Und hinein. Rotoren waren es, ne? Rotoren, ich kann jetzt... Oh! Ich helfe jetzt ein bisschen mit. Ich brauche Rotoren. Stück. 50 verbliebene Stück, die kriege ich da auch noch hin. So, schauen wir hier nochmal rein. 3 Coupons wieder, hervorragend. Wenn ich jetzt auf diesem Band laufe, bin ich sogar noch etwas schneller. 21, na, das reicht noch nicht. Und um ein weiteres Mal, wo sind sie denn? Wo sind sie? Rotoren. Da.
29 Roktoren. Zack. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container, enhanced conveyor belt efficiency, as well as the ability to store excess power for later use. An additional project park can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. Oha! Oha! Stahlbeton. Und? Meiner. Hervorragend. Ich versuche jetzt etwas. Und zwar werde ich jetzt tatsächlich, Obacht, einen Miner ersetzen. Und ich werde diesen mir auswählen. Der fördert Eisenerz auf einer unreinen Quelle. Das heißt, er macht ohne Übertaktung 30. Jetzt macht das Doppelte. Jetzt habe ich 60 Einheiten Eisenerz am Start für meine Schraubenproduktion. Hervorragend. Das heißt, mit anderen Worten, dass hier tatsächlich meine Schmelzer jetzt ununterbrochen arbeiten können. Weil die werden jetzt ausreichend mit Eisenerz versorgt. Sehr schön. Das gefällt. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Der produziert 30 Barren pro Minute. Ich verbrauche aber nur 25. Das heißt, ich habe hier irgendwann einen Verlust. Mit anderen Worten, ich muss jetzt hier diese Anordnung verändern, damit ich die 10 Eisenbarren, die ich jetzt momentan nicht verarbeiten kann, in der Minute auch noch verarbeiten kann. Und das ist beinahe ein weiterer Konstruktor. So, aber noch funktioniert es hier. Noch funktioniert es. Hervorragende Sache.
damit möchte ich dann diese wirklich kleine Zwischenfolge tatsächlich auch schon schließen. Es war ja wirklich nur dafür gedacht, den MK3-Fließband, also das MK3-Fließband sowie den MK2-Miner freizuschalten. Weil ich es ja nicht erwarten konnte. Oh, Moment. Ich nehme noch die Coupons mit. 6 Stück. Kann man immer brauchen. Ich habe 6. Und ich habe mir Fenster gekauft. Da. Oh, die brauchen Quarzsand. Uiuiui, Quarzsand. Neu. Okay. So, gehen wir noch mal ganz schnell zum Lift, denn um die nächsten Meilensteine freizuschalten, benötige ich hier Komponenten. Und zwar 500 von den intelligenten Beschichtungen, die brauchen wiederum verstärkte Eisenplatte, als auch einen Rotor. Ich benötige 500 von den Mehrzweckgerüsten, die brauchen Stahl und einen modularen Rahmen. Und ich benötige automatische Verkabelungen und die brauchen Kabel und einen Stator. Stator. Das ist ja mal was ganz Neues. Ich habe einen Rotor und ich habe einen Stator. Und daraus baut man doch einen Motor. So. Da, Stator. Bauen. Und um das zu bauen, benötige ich weitere Linien, Fabrikationslinien, eine höhere Automation sowie mehr Strom. Und ich überlege gerade, ich werde als nächstes mehr Energie in Angriff nehmen. Und zwar habe ich tatsächlich vor, das Schwefelvorkommen zu finden und auszubeuten und aus Schwefel und Kohle verdichtete Kohle zu schaffen, die ich dann in meinen Kraftwerken verbrenne. Zusätzlich zu noch einigen weiteren Pumpen, werde ich oder möchte ich gerne die Zahl meiner Kraftwerke verdoppeln, also von 4 auf 8. Jedes Kraftwerk erzeugt 75 Megawatt an Strom, das heißt, ich habe nochmal 300 Megawatt mehr an Energie, sodass ich insgesamt etwa 730 Megawatt habe. Und das reicht aus, um meine Produktion anzukurbeln. Klingt das nach einem Plan? Das klingt doch nach einem Plan. Jawohl. Ah, die Drohne ist wieder sonst wo. Ah nee, die braucht noch ein bisschen.
hervorragend. Das Einzige, was ich jetzt noch benötige, ist Stahlbeton. Und zwar brauche ich da 200 Stahlträger. Wow. Und 250 Einheiten Beton, um die herzustellen. Aber das kriege ich hin. Nicht mehr heute, aber demnächst auf diesem Kanal, wenn es denn wieder heißt Satisfactory im Early Access Experimental Build Update 5. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß an allen Dingen, die ihr tut. Bleibt mir treu. Bis dahin. Ciao.